Ich begrüße dich ganz herzlich auf meinem Kanal. Ich bin Eva und ich zeige dir, was du alles Kreatives gestalten kannst. Heute soll es ums Loslassen gehen, wie man offensichtlich sieht. Meine Haare sind schon mal ab und nun habe ich mehr Zeit für die Kreativität. Heute möchte ich mal ein bisschen in die Farben eintauchen. Ich möchte mich treiben lassen, meinen Gedanken freien Lauf lassen und dafür ist dieses Projekt ideal. Ganz am Schluss sehen wir uns nochmals und da wird eine Kursteilnehmerin schildern, wie ihr der Wochenkurs bei mir gefallen hat. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuschauen. Hier habe ich eine Riesenpappe von einer Verpackung, die kommt heute zum Einsatz und dann habe ich hier noch drei Passepartouts. Die liegen bei mir seit Jahren rum und ich habe sie nie benutzt und das möchte ich heute ändern. Und nun werde ich diese Pappe mit Farbe bemalen, frei Schnauze, wirklich wie es kommt. Und dann kann man mit dem Passepartout die schönsten Stellen aussuchen und hat drei wunderschöne Bilder, wie ich hoffe. Also nun starten wir. Die ist wirklich sehr groß und ich bin gespannt. Ich bin gespannt. So verlierst du einfach mal die Angst vor einem leeren Blatt oder jetzt hier in diesem Fall eine Pappe. Einfach einen Stift nehmen, egal ob eine Kreide, ein Bleistift, Kugelschreiber, spielt keine Rolle und dann einfach wild mal drüber gehen, nicht nachdenken. So wirst du erstens lockerer und verlierst, wie gesagt, die Angst vor einem leeren Blatt. Und so kannst du dich inspirieren lassen durch diese Linien und wie gesagt, nicht nachdenken, loslassen, Freude haben daran, zuschauen, was passiert, es genießen, die Farbe beobachten, wie sie zerfließt und das macht wirklich Spaß und das kann man natürlich ganz toll mit Kindern machen. Hierfür benutze ich jetzt Acrylfarbe. Du kannst aber jegliche Farben nehmen, ob Wasserfarben oder eben nur Stifte, gerade was du zu Hause hast. Okay, ich fange jetzt mal an und ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Und voll bin ich auch. Farbe an Kleidern und Händen gehören dazu. Die Laune steigt, je bunter das es wird.
Ich habe keine Ahnung, was daraus entsteht, aber es macht Spaß, es gibt gute Laune und ich mache weiter. Also mach das nicht im Wohnzimmer. Ich werde jetzt noch ein paar Akzente setzen und zwar mache ich das mit Neocolor oder Kohlenstifte und werde nochmals wild reingehen und am Schluss gehe ich vielleicht noch etwas mit Weiß drüber und dann ist es beendet. Es ist sehr bunt geworden, ein bisschen inspiriert von der Blumenwiese. Das Gelb fällt jetzt noch, aber Gelb werde ich jetzt nicht mehr beifügen. Ich werde es jetzt mit einem Sprühlack fixieren, da es im Moment nicht hinter Glas kommt
Aber du könntest natürlich auch Acrylbinder nehmen, das geht natürlich. Ich mache es jetzt einfach mit Sprühlack, weil ich sehr viel mit Kreide jetzt noch gearbeitet habe und dann verwischt sich das sonst wieder. Du siehst, durch das Wasser natürlich, die Pappe wälzt sich. Das spielt hier jetzt aber keine Rolle, da ja das Passepartout noch kommt und dann hoffe ich, dass das funktioniert. Aber wenn du es dann einrahmst oder hinter Glas machst, dann spielt sowieso keine Rolle. Okay, dann werde ich jetzt das besprühen, trocknen lassen und dann geht's weiter. Der Samstagnachmittag ist nun vorbei. Meine Bilder hängen. Ich habe noch zwei kleine gemacht im Rahmen. Das eignet sich sicherlich am besten. Ich habe die Pappe noch auseinandergerissen, damit sie mir nicht zu dick ist. Und dann kannst du es wunderbar einrahmen. Und die anderen zwei habe ich nur im Passepartout mit Klammern an die Wand gehängt. Das wird nicht so bleiben, die werde ich sicher auch noch einrahmen. Ich bin mit dem Ergebnis eigentlich recht zufrieden und es macht einfach Spaß und gute Laune, einfach mal loszulassen, in Farben einzutauchen, zu schauen, was mit den Farben passiert. Und hier experimentiere ich auf dem Tisch gerade noch mit dem Rest. Mache ich hier noch ein paar Karten, weil ich finde das zu schade, um wegzuschmeißen und dann kann man das hier so auf eine Karte kleben und hat dann auch eine schöne Karte zum Verschenken oder man könnte auch Anhänger für Weihnachtsgeschenke oder Geburtstagsgeschenke noch gestalten.
Also ich bin jetzt hier noch ein bisschen am Experimentieren. Auch habe ich an einigen Stellen die Pappe abgerissen, um zu schauen, was daraus entsteht. Dann würde ich sagen, das war's. Wir sehen uns nächstes Wochenende wieder. Ich bin da an einem Projekt, wo recht lange dauert. Daher kann ich das heute nicht zeigen. Es ist ein Sommerprojekt. Es wird sehr spannend. Ich weiß noch nicht, wie das Resultat sein wird. Und nun möchte ich das Wort der lieben Meli übergeben, die sich bereit erklärt hat, ein paar Worte zum Wochenkurs zu sagen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Meli, dass du das auf dich genommen hast und ein paar Worte gesagt hast. Es hat mich sehr berührt und es war eine wunderschöne Woche. Wenn auch du Interesse hast, mal an einen Kurs zu kommen, dann schau auf meiner Webseite vorbei, da findest du alle Informationen. Da hat es auch einen kleinen Shop, wo du mal vorbeischauen kannst. Und so würde ich sagen, das war's. Bleib kreativ, umarm deine Liebsten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Ja, und es ist, als ich angefangen habe, hätte ich noch viel mehr erzählen können. Ja, Meli, du warst jetzt eine Woche bei mir im Kurs. Wie hat es dir denn gefallen? Ja, es war einfach super. Es hat total Spaß gemacht. In erster Linie dich auch wirklich mal persönlich zu treffen. Ja, es war aber einfach in Summe nur toll. Tolle Kursteilnehmerin. Und ja, es war echt eine super gute Erfahrung. Mich so viel weitergebracht hat in allem. Also nicht nur im Pulten, sondern in allem. Einfach mal, ja, genau. Also ich habe ganz viel dazu gelernt. Allein die Pulp herstellen, meine war immer gefühlt zu fest, bröckelte alles ab. Dann halt auch ein bisschen filigraner bin ich geworden, nicht so. Ganz viel konnte ich mitnehmen, auch mit einer Lockerheit mehr so an die Pulp zu gehen und nicht mit so einer Starrheit, das muss jetzt so oder so werden. Ja, ja, Werkstoff noch besser, anders, besser kennengelernt durch andere Augen, aber auch durch die Kursteilnehmer. Genau. Durch andere Augen, also jetzt nicht nur durch dich, durch dich, ne, aber durch, durch die Kursteilnehmer, die sehr kreativ waren. Weil ich werde ja auch von euch immer inspiriert. Dann würdest du eventuell diesen Kurs weiterempfehlen? Auf jeden Fall würde ich diesen Kurs weiterempfehlen. Unbedingt, also ich kann das nur begrüßen und ich bin auch echt stolz auf mich, dass ich das gemacht habe und dass ich die weite Reise auf mich genommen habe. Dafür bedanke ich mich ganz herzlich. Es ist für mich keine Selbstverständlichkeit, dass ihr wirklich von so weit immer herkommt und das auf euch nehmt. Also ich fühle mich wirklich sehr geehrt. Und es war auch für mich eine wunderschöne Woche. Wir hatten viel Spaß zusammen und haben gegenseitig sehr viel voneinander lernen dürfen. Und ich freue mich, dich wieder bald hier begrüßen zu dürfen. Ja. Yeah.
Vielen Dank. Das war wirklich für diese wunderschöne Woche. Ich danke dir. Ja. Also, im Sinne einfach eine super Erfahrung. Schön. Ja, das Beste, was ich machen konnte. Ja. So super. Und ja, und halt nicht, wenn du halt cool Bücher hast, da habe ich ja auch schon gesagt, ne, dass dann erstmal wilde Gerüste bauen muss, bevor du überhaupt anfangen kannst. Das finde ich halt eben auch so toll an deinem Buch. Ne, das Buch ist halt auch so griffig, dass man halt sofort starten kann. Man kann es leicht verstehen, wenig Text. Das ist genau das, was ich wirklich super finde. Das habe ich natürlich auch mitgenommen.